betende Schauspieler, mit religiösen Symbolen zu tätowierte Fußballspieler. Braucht es solche Promis für unseren Glauben? Nun, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind immer auf andere Menschen angewiesen. Ich habe mir meinen Namen nicht selber gegeben, ich habe mir auch nicht beigebracht, was gut und was schlecht ist, sondern das haben mir vor allen Dingen erstmal meine Eltern vermittelt. Und im Laufe meines Lebens habe ich das mal hinterfragt und habe geguckt, welche Menschen gibt es denn eigentlich noch, die mit ihrem Lebensstil und ihrer Art und Weise für mich einen guten Vorbildcharakter haben. Und wir Christen, wir tragen ja sogar den Namen unseres großen Vorbildes im Namen, nämlich diesen Jesus. Und wir haben sogar eine ganze eigene Promi-Riege, nämlich unsere Heiligen, die wir als Vorbilder für unseren Glauben nehmen. Das Ding ist nur, dass ich nach Vorbildern für heute, für hier und jetzt suche, die mir in dieser ganzen Komplexität des Alltages ein bisschen Richtung verschaffen. Warum also nicht auch ein Fußballspieler und ein Schauspieler? Das Entscheidende ist doch, dass diese Promis ihre Tätowierung nicht nur als eine schöne Deko tragen, sondern dass darin eine wirkliche Haltung und Überzeugung zum Ausdruck kommt. Und wenn mich die inspiriert und die animiert, selbst meinen eigenen Weg zu hinterfragen und nach eigenen Wegen durch dieses Leben zu suchen, dann kann es uns doch nur recht sein, wenn Menschen ihre religiösen Überzeugungen und ihre Tätowierungen und ihre Symbole in der Öffentlichkeit zeigen. Wie denkt ihr über Promis, die ihren Glauben der Öffentlichkeit zeigen? Sowohl von Gebeten bis hin zu ihren Tätowierungen. Ist das in Ordnung? Ist das vorbildhaft? Und alle Informationen rund um religiöse Symbole, die findet ihr wie immer im Infokasten.